So. Hallo Dr. Wolfgang Gerhard. Wie sind Sie denn zur Demokratie gekommen? Durch politisches Interesse, durch Interesse am Geschichtsunterricht in der Schule und dann durch Kandidatur eigentlich zum Studentenparlament dann an der Marburger Universität. Das war Mitte der 60er Jahre. Das war das erste Engagement mit Teilnahme an einer Wahl in ein Parlament. Und haben Sie in der Zwischenzeit eine spannende Anekdote zu erzählen? Demokratie? Wir haben schöne Erlebnisse. Das war ja damals die Aufbruchsstimme in der Deutschlandpolitik. Die FDP war auf einem neuen Weg. Wir hatten eigentlich einen Entwurf, Verhandlungen zu führen mit Warschau, mit der Tschechoslowakei, mit Moskau, was ja auch später so geschah. Wir hatten auch oft Gäste aus der damaligen DDR, mit denen wir diskutierten, um die Mauer und alles etwas durchlässiger zu machen. Wir hatten spannende Parteitage. An einen erinnere ich mich, das war mein erster in Hannover. Da ging es um diesen neuen politischen Ansatz und Augstein, der Spiegel-Herausgeber, der vielen ja ein Begriff ist, neigte dazu, sich damals bei uns zu engagieren. Er tat das dann auch, er kandidierte auch für uns. Der war etwas klein und marschierte dann am Parteitag mit einem solchen dicken Buch an. Alle hatten den Eindruck, jetzt fängt der ellenlange Reden an. Er sagt, nee, er legte es und das Pult und stellte sich erstmal auf das dicke Buch, um überhaupt über das Mikrofon für die Delegierten erkennbar zu sein. Und lieferte dann eine fulminante Rede ab. Das war ein bleibender Eindruck von so einer Art von unkomplizierter Politikgestaltung. Sie sind ja jetzt viele Jahre schon dabei und sind Sie irgendwann mal daran verzweifelt, dass man ja mit radikaleren oder extremeren Position viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, als wie wenn man gemäßig demokratisch ist. Ja, nicht verzweifelt, aber schon holt einem manchmal eine wirkliche Enttäuschung ein, dass eine Öffentlichkeit anscheinend nur reaktionsfähig bleibt auf große Marktschreier und nicht auf Gedankengänge, wo man mal 5 Sätze hintereinander sagt und die versucht auszudrücken. Das wird natürlich auch unterstützt von Nachrichten, wo man höchstens 3 Sätze zu einem komplizierten Thema sagen darf. Also ich glaube, dass die Medienlandschaft eine hohe Verantwortung hat, was politische Bildung und Informiertheit von Menschen betrifft. Sie sind ja jetzt schon oft für öffentliche Mandate gewählt worden, mehrmals wiedergewählt für den Bundestag. Ändert sich das Gefühl, wenn man die Wahlergebnisse bekommt und weiß, ich habe es geschafft, ich bin wieder Abgeordneter? Ja, man freut sich natürlich darüber, weil im Grunde genommen das ja auch eine Fähigkeit gibt, weitere 4 Jahre kontinuierlich eigentlich immer an denselben Mentalitäten zu arbeiten. Wie vermittle ich es meinen deutschen Mitbürgern, dass Politik nicht nur Tagesgeschäft bedeutet, dass sie eine innere Philosophie braucht, dass sie nicht nur mit Inszenierungen sich den Bürgern nähern sollte, sondern mit Substanz und im Grunde genommen auch, dass für den politischen Liberalismus es in Deutschland schwieriger ist zu kämpfen als für jede andere Einstellung. Wenn Sie hier den Menschen viel bieten, wenn Sie sagen, ich helfe euch in allen Lebenslagen, wenn Sie sagen, ich erhöhe euer Kindergeld, ich erhöhe Hartz IV, ich mache überhaupt alles, dann sind Sie sehr beliebt. Wenn Sie die Wahrheit sagen und sagen, dass das auch finanziert werden muss, dass das ja anderen aus dem Portemonnaie genommen werden muss, auch fleißigen Menschen, dann sind sie nicht unbedingt populär. Aber ich glaube, man muss eine Partei haben und ein Engagement von Menschen, die Courage haben, das zu sagen. Und in welchem Punkt würden Sie die Demokratie in Deutschland noch verbessern wollen? Ich glaube, in der Frage der Wenn-Dann-Beziehungen. Die Bürger sind ziemlich schwach in Wenn-Dann-Beziehungen. Also, wenn man das eine tut, was ist dann die Konsequenz? Das zweite wird meistens nicht bedacht. Insofern schieben sie auch gerne Verantwortung weg und haben mit schwierigen Entscheidungen nichts zu tun. Ich glaube, dass die Demokratie etwas mit Vertrauenswürdigkeit zu tun hat. Jedenfalls lebt sie davon, neben den einzelnen Themen. Und ich glaube, dass sie da verbesserungswürdig ist. Das ist auch die Schuld von Politik. Ich glaube sogar, dass viele Menschen gerne vertrauenswürdige Beziehungen zur Politik aufbauen würden, sich aber schon so oft darüber auch geärgert haben, dass sie die Lust daran verloren haben. Aber die muss man trotzdem immer wieder wecken. Vielen Dank fürs Gespräch, Dr. Gerhard. Ja, danke Ihnen auch.